Heute gibt es ein neues Video vom Modellbauchecker, und zwar habe ich in meiner Wühlkiste gekramt und habe noch eine Videoaufnahme gefunden aus den 90er Jahren auf der Modellbaumesse in Erfurt. Und da die ja jetzt auch wieder bevorsteht, habe ich gedacht, das poste ich einfach mal und möchte euch das natürlich nicht vorenthalten, was es damals alles schon gegeben hat. Mich hat es damals dazu inspiriert, das Hobby Modellbau aufzunehmen und das mal mehr oder weniger zu betreiben. Und ja, ich finde immer, so eine Messe ist wirklich sehr interessant, dass man sich das einfach mal anschauen kann und kann dann quasi sehen, was interessiert mich vielleicht nicht, wie funktioniert was, und vor allem, man kann natürlich auch da super mit Leuten ins Gespräch kommen. Also von daher kann ich echt nur empfehlen, auf so eine Modellbaumesse zu gehen und sich das einfach mal anzuschauen. Und ja, von daher würde ich sagen, lasst euch das Video jetzt gefallen. Es ist sehr, sehr interessant. Ich entschuldige mich natürlich schon im Vorfeld für die Videoqualität. Die ist jetzt nicht so besonders, aber das war natürlich damals auch noch eine analoge Technik. Und ja, analoge Technik war das ja natürlich auch bei den Modellen. Und von daher, ja, würde ich sagen, schaut es euch an. Viel Spaß und bis bald. Tschüss vom Modellbaujacker. Wiederholen, da kann man.
Thank you.
Schwebflug, macht noch eine Pirouette, begrüßt die Zuschauer und freut sich sicherlich dann auch, wenn sie auch zwischendurch mal Applaus geben über etwas, was er jetzt tut, ein kleines Kunststück. Er versucht, ein Teil aufzunehmen. Jawohl, er hat es geschafft. Jawohl, und der Applaus, das ist das, was die Modellviecher gerne haben, denn wir sind ja keine Geldverdiener mit diesem Hobby, sondern wir wollen Leuten zeigen, was uns Spaß macht und vielleicht Freunde gewinnen für diesen Sport. Ja, er hier. Doch. Wir haben hier nicht die besten Flugbedingungen. Wir haben einen sehr engen Platz, eine sehr schmale Fährbahn, die an der Seite noch Randsteine hat. Ich hoffe, das dürfte nicht sein. Der 73er Kanal ist frei und sonst nichts drauf. Ja, ein wirkliches Highlight der Maschine. Und zum Platz nochmal, der Wind, der hier ist auf dem Platz, dieser Ostwind über die Halle verwirbelt, ist nicht glücklich. Das Haus, was da hinten steht, ist nicht glücklich. Der Zaun, der sehr nah dran ist mit dem Wasserpfeiler, auch das ist nicht glücklich, aber ich glaube, wir kommen zurecht. Die Landung ist das Hauptproblem natürlich hier, bei diesen Verwirbelungen auch hinten von den Bäumen hereinzubringen. Wir haben natürlich nur Experten hier, das ist klar, aber ein Gerät, das so um die 10.000 Mark kostet, da sind natürlich Flugbedingungen mit guten Plätzen besser. Aber wir wollen hier in Erfurt auf dieser Erlebnismesse doch was Besonderes zeigen und deswegen eben diese Piloten, die hier es doch riskieren, ihre Geräte hier vorzufliegen, eventuell sogar einen Flug zu haben. Wir haben gestern einen Bruch gehabt von einer sehr teuren Maschine durch einen Störfall. Wir haben die Maschine wieder gefunden, aber natürlich nicht mehr reparabel. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, der hier an den Start geht, das ist der Petrak Mark. Er kommt also auch aus Bayern. Wir haben also sehr viel aus Bayern mitgebracht. Aus Altdorf bei Nürnberg. Ein 24 Jahre junger Mann. Seit dem 8. Lebensjahr fliegt er mit seiner Maschine, beziehungsweise nicht mit dieser Maschine, es fliegt der Modell. Und jetzt ist er schon bei einer Klasse angelangt, die also hier die Königsklasse ist, die also auf der ganzen Welt, in Amerika, in Las Vegas, als die Expertenmodelle der besten Flieger der Welt geflogen werden. Originalbauten von originalen Maschinen. Ja, der Mark selber, 24 Jahre, auch er hat gesagt, ist noch zu haben, also junge Damen, die gerne einen Piloten kennenlernen wollen, der Modellflug betreibt und sich diesen Hobby da nicht abgeneigt zeigt und dem Burschen vielleicht auch gar nicht so unübel, so unehrlich finden. Er ist auch noch zu haben, hat er gesagt. Also wir gehen das Risiko ein, dass sich jemand meldet. Ja, das Modell. Eine Sukhoi, eine russische Maschine, Kunstflugmaschine, eine NX-Bezeichnung, das heißt eine Exportversion. Sie wird also nicht nur für die Russen selber gebaut, denn die haben ja früher sehr viel für sich behalten und im Geheimen gemacht. Und der Mark hat also die Exportversion der Russen gewählt, auch in der Bemalung her. Sie ist also mit einem 156 Kubikzentimeter Motor ausgestattet. Mit 17 PS. Wir haben die Messehalle hoch. Und Sie sehen also jetzt hier ein 3W, ein Vierzylinder Motor. Das Modell selber hat 18 PS. Was Sie hier sehen, wir fliegen langsam ein. Er will also auch nichts riskieren. Aber Sie sehen, das ist schon ein fantastisches. Ja, mit 2,85 Meter ist die Spannweite. Extremes langsames Rollen hier.
hier nicht so schwierig wäre zu kriegen, würde ich natürlich jetzt zu Mark hingehen und er könnte es. Wieder Vorführungen und hier heraus verpassen Sie nichts. Wenn Sie jetzt meinen, Sie haben was verpasst, den sehe ich heute nicht mehr. Auch der wird heute weiter noch geführt. Bis 18.30 Uhr ging hier und morgen natürlich auch. Und ich habe morgen hier aufgetreten. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diese Messe wirklich als Erlebnismesse mitmachen. Ein langsamer Rückenflug. Hier mit Verwirbelungen. Jawohl, ich höre hier Applaus, ich meine, der ist zwischendurch ohne weiteres angebracht. Schauen Sie sich diese extremen Figuren an. Die Piloten leben vom Applaus und ich glaube, wenn sie das dann hinterher, wenn er gelandet ist, besonders heftig tun, dann freut er sich.